So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge konnten wir den Lich von Prinz Nemon zerstören. Allerdings waren wir wie immer mal zu spät und das Herz von Balnwald war bereits beschädigt. Aber Indenir hat sich mehr oder weniger geopfert, damit Balnherz wieder gereinigt ist. Wir müssen dort lang. Und ja, aber Warnwald hat uns ebenfalls ein Geschenk gebracht, denn Indenir ist der neue Silvener. Und zu jedem Silvener gehört natürlich auch eine grüne Dame. Und die grüne Dame befindet sich aktuell in Villinghafen. Und wir müssen natürlich die beiden zusammenführen und es muss natürlich auch eine Hochzeit stattfinden, um das Band zu stärken. Und das wird höchstwahrscheinlich unsere Aufgabe in Malebaltor sein. Ich weiß nicht, also ich. Oder was heißt, ich weiß nicht. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir in der heutigen Folge nach Malebaltor reisen. Und dann werden wir mal schauen, was dort wieder für Probleme auf uns warten. Denn wie wir alle wissen, ist jeder Ort in Tamriel mit Problemen und Sorgen behaftet. Aber wir geben jetzt erstmal die restlichen Quests in. Wo sind wir gerade? In Grünschatten. Ja, in Grünschatten noch ab. Habt ihr sie gefunden? Bitte sagt mir, dass ihr das habt. Oder zumindest, dass ihr die Flöte nicht verloren habt. Sie ist die einzige Erinnerung, die ich an sie habe. Ich habe sie gefunden. Ein Bosmer-Stamm hat sie bei sich aufgenommen. Ich habe sie überzeugt, zurückzukehren. Ich wünschte, ihr hättet sie begleitet. Aber sie ist stark. Wie eine anstürmende Mammutherde. Aha. Ich weiß, ich sollte mich lieber an Verwaltungstätigkeiten halten. Hab vielen herzlichen Dank. Kein Problem. Ein Suchtrupp wird nicht nötig sein, Lauros. Anscheinend müsst ihr noch viel über mich lernen. Irene, ich bin so froh, euch zu sehen, obwohl euer Erscheinen irgendwie überraschend kommt. Ich hätte mir denken können, dass ihr die Wälder mit Leichtigkeit durchquert. Das hättet ihr, mein Süßer. Und solltet ihr mich noch einmal als zart bezeichnen. Aber ich möchte jetzt nichts Unflätiges sagen. Ihr habt recht, meine Liebe. Ihr habt mich wieder einmal in Verlegenheit gebracht. Ich merke gerade, wir haben gar keine Steigbügel. Wir halten müsste auf dem Pferd. Dann müssen wir richtig stramme Oberschenkel haben, dass wir da nicht runterfallen, oder? Nee, haben wir nicht. Ja. Gut. Nee, das ist schon die richtige Brücke. Ja, wir müssen jetzt nochmal nach Waldheim zurück und müssen da noch jemanden suchen. Das habe ich jetzt nicht gehört. Kann ja nicht immer die Welt retten, ne? Man muss ja auch mal ein paar Abstriche machen, ne? Müssen ja auch mal andere die Chance haben, zu glänzen. Oder ein Held zu werden. Wir können dir ja nicht immer alles wegnehmen. Das geht ja nicht. So, und ich denke mal, ich glaube, in Waldheim wartet jetzt noch eine Aufgabe für uns. Ich glaube, da war noch eine Aufgabe, die. Ach ne, wir haben hin und das. Wir haben sogar noch zwei Aufgaben, die wir abgeben müssen. Weil ich glaube, wenn man nochmal nach Waldheim kommt, man hat ja dann nochmal eine Aufgabe bekommen. Glaube ich zumindest, dass es so gewesen ist. Ja, gut, dann machen wir einmal das hier. Wir hatten, genau, dort haben wir nochmal den Stall, da müssen wir mal hingehen. So, wo haben wir denn hier den Stallmeister da? Die Wald. Ach, nehmen wir jetzt einfach mal die Geschwindigkeit. Weil ich glaube, in der Nähe von dem Gasthaus dürfte es noch eine Quest geben, aber ich glaube, die war. Entweder waren wir da nicht nah genug dran beim letzten Mal, oder die wird erst getriggert, wenn wir irgendeine andere Aufgabe haben. Und hier ist so eine Himmelsscherbe, Leute. Ihr macht mich fertig. Genau, nämlich hier. Kaltauge, genau. Tiefer. Ach, dort. Dort bist du, Kleines. Ach, jetzt kommt die erst. Aha. So. Dann reden wir nämlich noch mit Kaltauge. Nun. Nun. Ah, das sind aber wieder die schönsten Begrüßungen, die einem erwarten können. Nutzlose Faulenzer, Amateure. Es war nur eine einfache Liste mit Zutaten. Wie schwer kann es Ich sein? habe euren Kontrakt in den Hügelgrabungen gefunden. Ich habe eure Zutaten. Wirklich? Ihr habt alle drei? Ja. Schnell, lasst mich mal sehen. Ja, das sollte genügen.
zufriedenstellend. Hier, nehmt eure Bezahlung. Endlich kann ich mich meinen 5 kralligen Brüdern anschließen. Ich kann das Raubtier sein, das ich immer sein wollte. Okay. Jetzt ein Trinkspruch darauf, dass ich endlich bestimmt meine kleines Miezekätzchen werden. Ne, Nagonia. Nein, der Schwanz ist in Ordnung, aber wozu so viele Schuppen? Meine Familie wird mich so niemals akzeptieren. Ja, wo sind wir jetzt hin? Ach, der ist da wieder. Vielleicht, wenn ich die Mixtur verbessere. Seid ihr hier sicher? Ich dachte, die Lumen würden Kashyyyk als Sklaven halten. Eine der vielen Grausamkeiten, die mein fehlgeleitetes Volk diesen stolzen Jägern angetan hat. Die Kashyyyk sind meine Brüder, mein wahres Volk. Jene Dunmeer, die immer noch Sklaven halten, sind herzlose Narren. Wenn ihr mich fragt, sollte man sie alle aufknüpfen. Die Kashyyyk sind euer wahres Volk? Ja. Ich wurde grausamerweise ohne Schwanz und ohne Krallen geboren. Doch ich weiß, wo ich hingehöre. Mhm. Wenn ich nur die richtige Mixtur finde, kann ich das beheben. Dann werden all diese Narren in Gramfeste erkennen, wie falsch sie lagen. Ob die das wohl erkennen, das wage ich zu bezweifeln. So, Kaltauge, was... euch ist Vizevogt Peledil tot. Ja. Und das... Ihr gebt eine beeindruckende Figur ab, Freundin. Dankeschön. Und ihr seht so aus, als ob ihr damit auch ein wenig Geld verdienen würdet, ja? Ja. Ich habe ein kleines Problem. Und ich glaube, die Antwort ist gerade auf diesen Balkon getreten. Ich bin vielleicht interessiert. Wo liegt das Problem? Der Chef bietet hier in Waldheim gewisse Dienste an. Wie zu erwarten sind solche Dienste nicht umsonst. Einer, der Mantir heißt, schulde dem Chef einen Anteil seiner Gewinne, aber wo es nun an die Bezahlung geht, da trödelt er. Dieser soll sie eintreiben, auf die eine oder die andere Art. Soll ich mit ihm sprechen? Nur eine bestimmte Sorte Charakter profitiert vom Krieg. Mantir hat ganz besonders davon profitiert, obwohl wir schwach aufgestellt waren. In Zeiten wie diesen heuern wir oft Außenstehende an. Treibt die Zahlung bei Mantir ein. Und ein Teil davon gehört euch. Ganz einfach. Ich werde sehen. Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. So, da wollen wir mit dem Mantir mal sprechen. Wir müssen dort hoch. Okay, alles klar. Ja, und dann werde ich wieder von der fauchenden Katze begrüßt. Ach, das ist ein... Ich bin im Moment sehr beschäftigt, verzeiht. Ich habe Glück, wenn dieser Fang genug zum Essen einbringt. Geschweige denn meine Schulden abbezahlt. Bitte, überlasst mich meine Arbeit. Wegen euren Schulden? Ach, nicht das schon wieder. Hört mal, zieht ab und richtet diesen flohverbissenen Katzen aus, dass sie ihr Geld schnellstmöglich bekommen. Es ist ja nicht mein Fehler, dass diese gerissene Farven es mir unter der Nase wegstibitzt hat. Gebt mir, was ihr habt, sonst plündere ich einfach eure Leiche. Was? Oh, na schön. Ich bin lieber hungrig als tot. Ich hätte nie gedacht, dass diese Kashyyyk zu solchen Mitteln greifen würden. Hier, nehmt es und verschwindet. Gut, dankeschön für eure Kooperation. So, da können wir ja schon mal ausrichten hier. Wir haben wahrscheinlich nicht den kompletten Teil, aber schon... Oh ja, ein dunmerischer Vampirjäger und eine weitere Heldin haben sie verjagt und den bösen Nebel über den Mooren gelichtet. Ja, wie was? Ich was euch auch gleich mal und dann wasst ihr nicht mehr so lange herum. So, Kaltauge, habt ihr noch irgendeine Aufgabe für mich oder ist es das jetzt schon gewesen? Ihr seid zurückgekehrt und mit dem Gold, ja? Ich hab das Geld hier. Manche meint, er würde nie mehr Geschäfte mit euch machen. Das werden wir noch sehen. Aber ihr habt getan, worum ihr gebeten wurdet. Ja. Und ihr werdet, wie vereinbart, euer Gold bekommen. Der edle Bashira weiß eure Dienste zu schätzen. Und eure Verschwiegenheit. Natürlich. So, das heißt, wir müssen noch einmal Richtung Langenhagen. Genau, und dann haben wir ja... eigentlich alles... abgeschlossen, oder? Genau, und dann müssen wir nach Wöllünhafen reisen. Denn dort befindet sich nämlich die grüne Dame.
Das würde mich mal interessieren, ob die jetzige... Also, grüne Dame schon gestorben ist. Also, beziehungsweise, wann die gestorben ist hier. Ab welchem Punkt von unserer Geschichte. Weil die überleben ja jetzt nicht mehr so lange, wenn, sag ich mal, der andere Partner verstorben ist. Und der Sylvaner wurde ja in Mistral ermordet. Hätte mich mal interessiert, wie lange sie es noch überlebt hat. Und wie lange es die grüne Dame gibt. Und wie man überhaupt merkt, dass man jetzt die neue grüne Dame ist. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Wir müssen jetzt nochmal kurz hier einen kleinen Umweg gehen, weil so kommen wir nicht nach Langenhafen. Nach Langhafen. So. Nivrilin. Hallo. Oh gut, ihr habt es zurückgeschafft. Meine Gruppe schuldet euch Dankbarkeit. Man trifft hier nicht oft solch selbstlose Reisende. Schön, dass ich helfen konnte. Dankesworte sind zwar gut und schön, aber da ich auch Abenteurerin bin, weiß ich, dass man davon nicht satt wird. Hier, ein paar Münzen für eure Mühe. Hab Dank. Und Wellinhafen ist dort oben, das heißt, wir reiten nochmal ganz entspannt zum Wegschrein zurück und dann lassen wir uns dorthin teleportieren. Dort müssen wir hin. Und dann betreten wir das dritte Gebiet. Altmeridominion. Und hat sich gerade dezent aufgehangen. Aber das ist mir, oder bin ich ja mittlerweile von TSO gewohnt. So, dann mal nach Wellinhafen. Dann fehlt es nur noch Schnittmark. Und dann haben wir die kompletten drei Bündnisse abgeschlossen und können uns dann voll und ganz auf die DLCs stürzen. So, komme ich hier? Ja, ich muss den Weg nehmen. Mal gucken, wie viele Himmelsscherben habe ich eigentlich gefunden. Mir fehlt ein Dolmen. Eieiei, das ist ja jetzt peinlich. Na gut, ich sag mal, wie gesagt, wir werden ja mit unserem Gefährten dann hier zurückkommen und werden die offenen Verliese, da muss ich dann etwa gucken, wo dann noch diese restlichen Dolmen zu finden sind. Das ist ja sehr peinlich. Sonst bin ich immer so großkostig und sage, ja, wir nehmen alle Dolmen mit und dann, ups, habe ich ja einen vergessen. Da war wahrscheinlich total offensichtlich, aber ich dachte erstmal, nein, was war das bei Schwemmküste? Das ist bestimmt hier irgendwo gewesen. Das ist bestimmt der hier. Das ist bestimmt hier irgendwo einer. Könnte ich mir vorstellen. Das sieht zumindest stark danach aus, dass dort ein Dolmen sein könnte. Aber naja, gut. Wir haben erstmal das Gebiet gerettet. Ein Dolmen mehr oder weniger macht das Kraut jetzt da auch nicht fett. Und dann stürzen wir uns mal nach Malabaltor. Malabaltor ist die nordwestliche Region von Valenwald und liegt an der Küste der Epikees an der Mündung des Flusses Trit. Seine Hauptstadt ist Sylvaner, die geistige Heimat aller Waldelfen. Und was ist dann die Heimatstadt der grünen Dame so an sich? Geht zum Tor! Oh nee. Ist immer keine Warnung. Nee, nicht sowas, ich geh wieder. Oh, wenn es. Ach nö, Leute. Kann man euch nicht einmal alleine lassen? Nein, da geht gleich wieder das nächste Drama los. Ihr geht in die falsche Richtung, oder? Bis auf ein paar Sturschädel fliehen alle aus Wellinhafen. Wartet. Ihr seht nicht wie ein Angsthase aus. Bin ich auch nicht. Könnt ihr uns helfen, die Stadt zu verteidigen? Habt ihr hier das Sagen? Königin Eiren hat mich aus Grünschatten hergeschickt. Ich habe in diesem Tollhaus genauso viel zu sagen wie alle anderen. Aber ich habe keine Zeit für Diplomaten. Wartet, ihr seid keine unterwürfige Diplomatin. Mir ist es ehrlich gesagt gleichgültig, wer ihr seid. Solange ihr uns bei der Verteidigung von Wellinhafen helfen könnt. Wellinhafen verteidigen? Was ist geschehen? Eine Streitmacht der Rotwardonen ist an Land gekommen und greift Wellinhafen an. Sie müssen eine Abmachung mit dem Drublock-Clan der Waldorks geschlossen haben, denn dessen Krieger griffen zur gleichen Zeit vor den Hügeln her an. Hauptmann Kularalda war an den Docks. Sie ist entweder tot oder wurde abgeschnitten. Daher habe ich jetzt das Kommando. Wie kann ich euch helfen? Zivilisten wurden von den Drublock in der Markthalle und in der Magiergilde eingekesselt. Rettet sie! Der Feldwebel kann sie bewaffnen und einen Gegenangriff unter dem Banner der Fäuste des Talmor auf die Beine stellen. Sagt ihnen, dass sie zur Kaserne der Kriegergilde kommen sollen. Wir werden sie dort treffen. Ich werde Zivilisten retten.
Die Drublock haben den Marktplatz überrannt. Aber ein paar Leute aus der Stadt haben in der Magiergilde und in der Markthalle Schutz gesucht. Konzentriert eure Suche auf diese Gebäude. Macht ihnen den Weg frei und schickt sie zu uns in die Kaserne. Dort gruppieren wir uns neu. Warum sind die Fäuste des Tamers in Valinhafen? Die Königin hat uns geschickt, um die grüne Dame zur Stadt Silvena zu eskortieren. Aber die Rotwardonen und der Drublock-Clan haben sie zuerst erreicht. Der Hauptmann weiß aber mehr als ich. Ich hoffe nur, dass sie noch lebt. Dass sie noch lebt? Was ist eurem Hauptmann zugestoßen? Hauptmann Kularal da war an den Docks, um die Würdenträger zu treffen. Stattdessen kamen die Rotwardonen. Sie ist wahrscheinlich im Kampf gefallen, aber falls sie noch lebt, dann werden wir sie retten. Würdenträger? Über wen sprecht ihr? Die Königin hat uns geschickt, um die grüne Dame zur Stadt Silvena zu eskortieren. Aber die Rotwardonen und der Drublock-Clan haben sie zuerst erreicht. Der Hauptmann weiß aber mehr als ich. Okay. Ich hoffe nur, dass sie noch lebt. Glaubt ihr, dass die Zivilisten in der Lage sein werden, die Stadt zurückzuerobern? Ich glaube, es ist einen Versuch wert. Die Königin zählt auf uns. Und da der Hauptmann tot oder vermisst ist, fallen ihre Pflichten nun an mich. Ich werde Velynhafen nicht kampflos aufgeben. Und ich glaube, seine Bewohner sehen das genauso. Warum so in Velynhafen? Meistens sind ja nur die grüne Dame, das wissen wir zwar, aber... Die Tradition der Boss mal besagt, dass der Silvena ihre spirituelle Seite ist, während die grüne Dame ihre körperliche Seite repräsentiert. Wenn beide Seiten miteinander vermählt werden, sind die Bosmer in sich ruhend und ausgeglichen. Derzeit gibt es einen neuen Silvena und eine neue grüne Dame, die noch nicht vermählt sind. Neu? Was ist mit den alten geschehen? Als ob wir nicht dabei gewesen sind, fragen wir das. Der ehemalige Silvenar und die frühere grüne Dame waren diplomatische Gesandte der Königin. Sie brachten die Bosmer dazu, mit dem Dominion zusammenzuarbeiten und so weiter. Aber sie sind beide vor kurzem gestorben. Ihre Nachfolger absorbieren irgendwie ihre Geister. Ich weiß nicht, wie das tatsächlich vonstatten geht. Ich glaube, das wissen auch nur die Bosmer, weil das ist ja deren Kultur. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal hier um Valinhafen. Zeigt es ihnen! Aber werden... Ja, einfach mal wieder ganz konsequent dran vorbeirennen, weil wir müssen ja nicht jeden Dulli hier mitnehmen. Also, renn dich mal bitte. Danke. Das wäre sehr nett. Also, die schreien halt unbedingt danach, ne, dass sie umgebracht werden wollen. Dann natürlich gerne. Bin ich der letzte Mensch, der ihnen dies verwehrt. Ey, das war frech. Das war jetzt gerade richtig frech. Also damit habe ich ja überhaupt gar nicht gerechnet. So. Weg mit euch bitte. Vielen Dank. Oh, naja. So, Hallöchen, Popöchen. Hammer, die ist da oben. Okay, haben wir hier noch irgendwelche Sachen? Bücherregal. Ja, hallo. So, die Ritualisten nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir ja den Zivilisten. Ich kann es nicht glauben. Ich werde alles verlieren. Geht zur Kriegergilde. Leutnant Ehren braucht Hilfe gegen die Invasoren. Kämpfen? Ich weiß nicht mal, wie man eine Waffe hält. Was kann ich schon tun? Ihr könnt an der Seite der Fäuste der Talmor kämpfen und Valinhafen zurückerobern. Die Fäuste des Talmor? Ich dachte, sie hätten Valinhafen aufgegeben. Wenn sie noch hier sind, gibt es vielleicht noch eine Chance. Ja. Nun gut. Ich werde... Sehr schön, dass ihr helfen werdet. Ach, da war wo unten? Na, sagt mir das doch mal jemand. So. Arrivederci. So, den Feuerlicht, den
Blasen wir auch das Licht aus. Wir werden sterben! Wir werden alle sterben! Geht zur Kriegergilde. Leute und Ehren braucht Hilfe beim Vertreiben der Invasoren. Allein? Ich kann doch nicht allein gegen sie kämpfen. Nein, ihr habt Hilfe. Ich habe gesehen, was sie den anderen angetan haben. Habt ihr die Leichen denn nicht gesehen? Wenn doch. Ich mich hier verstecke, dann nehmen sie sich vielleicht, was sie wollen und verschwinden wieder. Glaubt ihr das wirklich? Die Fäuste der Talmor brauchen jeden, den sie kriegen können. Wirklich? Der Talmor ist immer noch hier? Ich hörte, ihr Hauptmann wäre davongelaufen oder getötet worden. Vielleicht haben wir mit ihnen auf unserer Seite doch noch eine Chance. Velynhafen ist meine Heimat. Ich werde für sie kämpfen. Das ist eine sehr gute Einstellung. Das lobe ich mir. So, dann müssen wir noch zur Magiergilde, weil dort sind ja auch nochmal ein paar Zivilisten eingesperrt. Ja, aber ich meine, es ist das gleiche wie in Anfurt. Ich sag mal so Marburg, weil es das einzige, die einzige Stadt, die jetzt nicht erstmal komplett besetzt worden ist von dem Feind. Die Invasoren haben die Brücke überquert. Sie haben die ganze Stadt eingenommen. Die Fäuste des Talmors brauchen Hilfe bei der Rückeroberung von Velynhafen. Die Fäuste des Talmor? Ich dachte, sie wären davongelaufen. Aber wie können sie unsere ganze Stadt zurückerobern? Mit mir. Es gibt nicht genug von ihnen. Ich habe gehört, der Hauptmann wäre in der ersten Welle getötet worden, zusammen mit ihren Leuten. Lieutenant Ehren trommelt eine Miliz an der Kriegergilde zusammen. Nun, sie haben mich. Gebt mir eine Waffe und ich werde lernen, wie man kämpft. Danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich glaube nicht, dass ich alleine etwas hätte unternehmen können. Ach, alles gut. Hallo. So. Ach so, und es war noch eine Kerze. Wo seid ihr? Wo ist denn der? Oh, der ist jetzt da oben. Okay, gut. Gehen wir dort hoch einmal. Da seid ihr. Verdammte Droblok. Wenn ich eine Waffe hätte, würde ich ein paar ihrer Kehlen aufschlitzen, bevor sie mich kriegen. Macht euch zur Kriegergilde auf. Die Fäuste des Talmors haben Waffen für euch. Die Fäuste des Talmor leben noch? Ja. Und sie haben Waffen? Ja. Gut. Ich schlage Schädel lieber mit einer Keule als mit bloßen Händen ein. Findet Lennon Ehren, er baut eine Miliz auf. Ich kann es gar nicht abwarten, es diesem Droblok heimzuzahlen. Hoffentlich hat der Leutnant einen guten Morgenstern. Ich mag Waffen, die man schwingen kann. Bestimmt hat er sowas. Uah, nee. Geht bloß weg. Geht bloß weg von mir. So, jetzt warten wir nochmal mit Feldwebel. Achso, guck mal, die kämpfen sogar schon. Sehr schön. Nee, lasst mich in Ruhe mit eurem Zeug. Uah. Und nachher wir mit dem Leutnant Ehren. Wo ist denn der? Was ist? Oh, ey. Ich gehe gleich wieder, dann könnt ihr Velynhafen alleine retten. Droblok, wem diese Stadt gehört. Gute Arbeit. Ich werde unsere Freiwilligen so schnell wie möglich ausbilden. Leutnant Ehren hat nicht auf uns gewartet. Er nahm ein paar der temperamentvolleren Zivilisten und ging über die Brücke. Er denkt, der Hauptmann lebt noch. Soll ich ihn für euch aufhalten? Nein, aber ich möchte nicht, dass ein guter Offizier für jemanden stirbt, der schon längst tot sein könnte. Leutnant Ehren ist jung, aber er ist einer der besten Leutnants, die wir haben. Der Hauptmann, sagen wir es mal so, an solchen wie ihr besteht kein Mangel. Ihr habt keine saure Meinung vom Hauptmann, oder? Ihr seid aber scharfsinnig. Ja. Als der Auftrag kam, dass wir eine Ehrengarde für die grüne Dame sein sollten, hat Hauptmann Kularalda an so vielen Strippen gezogen, wie sie nur konnte, um das Kommando zu erhalten. Anerkennung bedeutet ihr alles. Das Kämpfen nicht. Ich bin bereit, den Leutnant zu suchen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Denn da werden wir uns im östlichen Teil von Velynhafen aufhalten werden. Dann mal schauen, ob der Hauptmann noch lebt. Und dann würde ich sagen, haben wir dann bestimmt Velynhafen erstmal so weit, wie es geht, erledigt. Und werden dann mal gucken, wo die Reise dann weiter hingeht. Weil wir haben halt Velynhafen als eine Stadt und dann dürfte Wulkelwacht und irgendwo dürfte hier noch der Bandaria Handelsposten sein und irgendwo die Stadt Silvana, die ich hier aber gerade nicht finde. Warum auch immer. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.